Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem ersten Teil über die Stürmer, die der Christian Wohlwend aufgeboten hat für die kommende U20 WM in Montreal und in Toronto. Wir fangen an mit dem Nelson Giguet. Der Nelson Giguet ist 19, spielt in Fribourg und ist in Courchenay geboren. Er hat am 19. September 1997 Geburtstag gehabt und spielt auf dem Flügel. Er hat einen Vertrag mit Fribourg-Gotteron bis 2017. International hat Nelson Giguet noch keine grosse Erfahrung. Darum war es für mich eine Überraschung, dass er überhaupt aufgeboten wurde. Er muss, um in das Kader zu kommen, ein sehr starkes Camp abliefern, muss bereit sein, alles zu geben und wirklich hart an sich zu arbeiten und Tag für Tag seine beste Leistung abprüfen. Er könnte ein Rollenspieler in vierter Linie werden. Für ihn spricht, dass er diese Saison mit Fribourg-Gotteron in der CHL Erfahrung hat können sammeln und auch in der Nationalliga A mit Fribourg ist zu Einsatz gekommen. Er hat bisher in der Nationalliga A mit Fribourg 1 Goal gemacht und ist 4 Strafminuten draussen gehockt. Bei der Elite A mit Fribourg hat er 14 Einsätze gehabt, 18 Punkte können erzielen und sage und schreibe 63 Strafminuten geholt. Der zweite Stürmer im heutigen Dreierpäckchen ist der Dominik Thiem. Der Dominik Thiem ist in Zürich geboren und spielt bei der ZSC Lions. Er kann Center wie auch Flügel spielen und hat einen Vertrag mit der ZSC Lions bis 2017. Er hat internationale U18-Erfahrung, hat in Zug und Luzern 3 Spiele bestritten, hat -1 Bilanz, 2 Schüsse hat er dann abgegeben auf das Goal und hat einen Punkt geholt. In der U18-WM in Finnland vor 2 Jahren, 2013-14, hat er ebenfalls 5 Spiele können bestreiten, 1 Punkt geholt und hat 8 Schüsse abgegeben. Auch dort hat er eine -1 Bilanz gehabt. Er ist bereits Meister geworden mit der GZK Lions als Elite A und auch bei der Elite Novize ist er Meister geworden mit dem ZSC. Er ist für mich gesetzt, weil er ein sehr starker Zweiweg-Center ist, der sich auch auf der Flügelposition durchsetzen kann und sich dort auch wohlfühlt. Er macht mit wenig Talent sehr viel raus und er kann sehr, sehr gut spielen. Er kann eine Linie führen und im Abschluss muss er noch ein bisschen vermehrt an sich arbeiten. Aber im Powerplay kann er sehr gute Akzente setzen. Für mich gehört Dominik Thiem in Kader, sei es als Drittlinien-Center oder als Viertlinien-Center. Für mich eine ganz grosse Überraschung ist die Nomination von Nando Eggenberger vom HC Davos. Der Nando Eggenberger ist erst 17, ist in Chur gross geworden und spielt beim HC Davos. Er ist Flügel und ist für mich einer der kommenden Stars im Schweizer Eishockey. Ich habe ihn bis am Ivan Linka nicht auf dem Radar gehabt. Und dann habe ich ihn gesehen im ersten Spiel, wo er das erste Goal von Nazi A dürfen erzielen für sich. Er hat dann in Zürich getroffen und Davos hat dann zwar das Spiel verloren, aber Nando Eggenberger, er hat mich von Anfang an überzeugt. Wieso? Er ist trotz seiner 17-jährigen Jahre ist er ein frecher, ein flinker, ein wendiger, ein extrem auffallender Spieler. Gut, vielleicht war es für mich auch nur auffallend, weil er noch das Gitter hatte. Aber Dompi, er ist für mich einer von diesen Spielern, wie nicht der Arnaud Delgurto will. Er ist kaum zu bremsen, er ist da, er ist präsent und das gefällt mir. Was er aber noch muss, ist, er muss an Kraft zulegen an der Bande. An der Bande muss er sich besser können durchsetzen. Und vielleicht ist gerade die U20 WM in Montreal und in Toronto die WM, die er braucht,
dass er genau das kann machen kann, weiter an seiner Kraft zu arbeiten. Für mich hat er das Potenzial für eine Erstrunden-Draft. Er ist im Abschluss sehr stark und kann an der WM in der dritten Linie spielen. Aber wieso ihn nicht einmal auch in die zweite Linie bringen? In der zweiten Linie, wo er vielleicht noch einmal mehr zur Geltung käme. Der Nando Eggenberger ist 2018 erst für eine Draft berechtigt. Er kann dort, bis dorthin, kann er sehr viel an sich arbeiten. Und ich denke, dass der Nando Eggenberger das kann. Auch international hat er seine ersten Erfahrungen können machen. Und zwar hat er der U18 WM in den USA in Grand Forks gespielt. Er hat in 5 Spielen 1 Goal gemacht, hat eine -3 Bilanz und 10 Schüsse aufs Goal abgegeben. Eigentlich gar keine schlechte Bilanz für einen dann 16-Jährigen. Ich freue mich, wenn ihr auch morgen wieder einschaltet und schaut, was für Einschätzungen ich abgebe über das U20 WM-Team für Montreal und Kanada. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Tschüss zusammen.